Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid mit The Witcher 3 Wild Hunt. Meine Katzen randalieren nur ein bisschen im Hintergrund, das Übliche. Wir haben ein Anwesen, wir haben eine Villa, wir haben ein Homing-Feature freigeschaltet. Und wir wohnen jetzt hier. Ich verstehe wirklich nicht, warum mein Bücherregal so leer ist. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben so viele Bücher. Also das sind Zettel hier nur. Aber wir haben auch so viele Bücher. Zu viel. Guckt euch das an. Weiß gar nicht, wohin damit. Und jetzt stehen die alle da drin und das sieht so aus. Finde ich nicht gut. Also ich muss schon sagen, dafür, dass die Renovierungscrew 3 Tage nur Zeit hatte, um dieses Anwesen zu renovieren. Holy moly popoli. Nicht schlecht. Ah, hier kann ich jetzt Waffen ranhängen. Cool, dann hänge ich hier den Degen, den wir beim Turnier gewonnen haben, hin. Und den verzauberten Spezialdegen. Und in die Mitte kommt ganz feierlich unser Wappenschild. Ist das nix, Geralt? Ist das nix? Na, aber hallo. Ah ja, hier hängen wir auch ein Schwert. Was ist denn der Blender? Heißt der Blender, weil der andere blendet? Oder weil es in Wirklichkeit ein ganz schlechtes Schwert ist, das sich gut anhört? Wo haben wir denn den Blender her? Blender, wer bist du? Ich glaube, ich benutze den Blender. Ich baue Runen in den Blender. Verzeihung. Verbrennen. Ja, warum nicht? Machen wir 5% Chance auf Verbrennen. 5% Chance auf Einfrieren. 5% Chance auf Vergiften. Nice. Der Blender. Blender Bender Rodriguez. Hey, kann ich oben? Doch, kann ich auch. Gut. Wenn schon, denn schon, ne? Oh, jetzt macht Schwerter sammeln Sinn. Jetzt macht plötzlich so viel Sinn. Ich will Gemälde. Ich will Gemälde. Ich will... Komm da auch... Oh, Rüstung. Ich will Rüstungen. Oh mein Gott, ey. Jetzt bereue ich jedes Rüstungsobjekt, das ich verkauft habe. Oh Gott, ey. Es ist ja wirklich furchtbar. Ich muss zurück ins Startgebiet. Ich muss alles zurückkaufen, was ich hergegeben habe. Hier sind meine ganzen Hexerschwerter und so. Kommt alles wieder in mein Inventar. Jetzt wird die Burg dekoriert. Du musst ja nicht gleich auf die Kiste springen, deswegen, Geralt. Mensch, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Ich bin auch aufgeregt. Ich freue mich ja auch. Aber eins nach dem anderen. Jetzt mal ganz chilli-pupilli. Jetzt müssen wir erstmal alles abklappern hier. Ich komme gleich zu dir. Wir haben noch viel zu renovieren, da bin ich mir sicher. Aber jetzt wird erstmal die Wand, die Wände und alles dekoriert. Was ist denn hier mit der Wand? Das ist aber nicht schön. Hol mal deine Handwerker zurück. Die haben hier noch eine Wand ordentlich zu verputzen oder zu bauen oder ich weiß nicht genau. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist nicht mein Schlafzimmer. Wer schläft denn hier? Die Angestelltenquartiere sind woanders. Ist das das Gästezimmer? Vielleicht. Naja. Finde ich aber nicht schön. Also da muss ich jetzt schon sagen... Haushochmeister. Naja. Hey, und übrigens, Haushochmeister, wir wohnen hier alleine, wir beide, ne? Sonst niemand. Wer soll das alles essen, bevor es schlecht wird? Vor allem, wer soll den ganzen Teller voller Zitronen essen? Wer isst bitte... Ich meine, magst du Zitronen? Isst du die ganzen Zitronen, bevor die schlecht werden? Will ich auch hoffen. Will ich auch hoffen. Also wirklich, Haushochmeister, da hättest du ruhig... Ah, come on. Okay, ich nehme auch noch mal die Popelschwerter hier raus. Pfuh. Und mach stattdessen Hexerschwerter rein. Ich habe ein paar sogar doppelt, ne? Nee, das Greifenschwert und das Katzenschwert sehen sich aber sehr ähnlich. Aber ich habe 2 Wipernstahlschwerter. Also einmal ein Wipernstahl und einmal das Katzenschwert. Die sehen langweilig aus. Aber das war ja schon immer mein persönlicher Kritikpunkt. Das ist kein echter Kritikpunkt, wo ich sage, oh, das Spiel ist scheiße. Das ist nur persönliche Präferenz. Aber ich mag das, wenn Sachen ein bisschen
over-the-top stylisch designt sind, wie in so Japano-RPGs. Übertrieben geschmückte Riesenschwerter gefallen mir besser als so realistisches Zeug. Realismus ist langweilig. Realismus habe ich in der Realität. Damit kann ich nichts anfangen. Sind das wirklich die Dekorationsmöglichkeiten, die ich hier habe? Zwei kleine Schwerterchen in die Wand stecken? Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, muss ich schon sagen. Zwei Schwerter und drei Rüstungen. Ich brauche... Okay. Haushochmeister, wir brauchen ein Museum. Wir brauchen ein riesiges Museum. Ich rede mal mit ihm. Vielleicht kann ich ein riesiges Museum bauen. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Oho. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komm ich. Durchsuche den Keller. Aber jetzt muss ich mal kurz noch Rüstungen hier anbringen. Oh ja, unsere Standard-Geralt-Hexer-Rüstung. Moment mal, aber das sind die falschen Handschuhe und so, ne? Aber die Greifenrüstung können wir ja auch aufhängen. Da fehlen uns die Schuhe. Naja, da müssen wir nochmal... Also das... Ich bin... verwirrt. Mindestens. Die anderen Hexerschwerter kommen in die Truhe. Mit denen habe ich auch nie irgendwie was gemacht, ne? Die hätte man alle irgendwie auf den epischen Super-Elite-Rang Deluxe hochstufen können. Nicht mit mir. Anscheinend. Hey, nicht immer auf die Kiste springen. Ich mag Geralt nicht. Der ist so ungestüm. Also gehen wir in den Keller, Haushochmeister Barnaby Basilikum. Was ist denn hier passiert? Wer sind diese Leute? Basilikum? Da sind Personen in meinem Vorgarten. Bauern. Ich hab Angst. Außerdem müssen wir echt über die Farbe meines Flusses reden. Irgendwie ist der super hellblau, manchmal sogar ein bisschen lila da oben. Da stimmt was nicht mit dem. Aber mein Medaillon vibriert nicht, also wird schon okay sein. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Medaillon vibriert nicht, wenn ein Fluss einfach nur vergiftet ist, ne? Außer er ist magisch vergiftet. Hallo, alte Frau. Sei gegrüßt. Hallo, Bauer. Mein Nabel, der juckt. Dein Nabel juckt. Hallo, anderer Bauer. Aber wer würde seine Weine nicht kennen? Hallo, Bauer. Und ich sag, hey, 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 was ist denn los? Ja, ich auch. Ich auch, da steht ein halbnackter Kerl mit einem riesen Baguette vor mir bei der Tür und singt ein Lied. Da frage ich auch, hey, was ist denn los? Was ist mit dem... Ich würde gerne den Stall für Plötze renovieren. Ich wollte den Stall doch renovieren. Was ist denn los hier? Naja, gehen wir mal in den Keller. Ach, Plötze isst hier gerade die Säcke. Ja, dann mach das. Guten Appetit. Kann Plötze mal wer das Zaumzeug und den Sattel abnehmen? Das ist ja ungemütlich. Leute... Denk doch mal ein bisschen mit hier. Gehen wir in den Keller. Da ist es duster. Da wohnt ein armer Schuster. Der hat kein Licht, Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Hinter dieser Wand? Das haben die Bauarbeiter nicht gesehen, dass hier alles total kaputt ist. Ein Alchemielabor? Mein eigenes kleines Alchemielabor? Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Ach was, ich habe hier eine Mutagenwerkbank. Schau dir das nicht an. Im Labor kannst du Mutagene transformieren.
Interessant. Die du in ihrer Grundform von Monstern genommen hast. Zum Beispiel kannst du ein Erscheinungsmuttergen in ein kleines grünes Muttergen verwandeln. Das ist voll gut. Du kannst Basismuttergen im Alchemiefenster in eine mächtigere Version verwandeln. Mit dem richtigen Rezept kannst du die Farbe eines Muttergens ändern. Los geht's. Wir bauen uns Supermuttergene, weil diese ganzen Dinger hier braucht niemand. Ja, Moment, hat das Geld gekostet. Es hat die ganze Zeit so blinks, klirr gemacht. Warum steht hier ein Spinnenweben eingewobener Wächter, Soldaten, Dingens? Naja, warum sind hier Seile, durch die ich einfach durchglitschen kann? Und warum liegt hier Stroh? Fragen über Fragen. Und was ist das da? Knödel. Hier liegen 11 Knödel und wir halten das für eine gute Idee, die einfach mitzunehmen. Okay, cool. Julius Bangefäßbrief. Lieber Finder dieses Briefs. Mein Name ist Julius Bangefe. Und wenn du diese Zeilen liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Standes und der Verbindungen meiner Familie wurde ich zum Studieren auf die Banat geschickt, die berühmte Magierschule. Doch die Studien habe ich nie abgeschlossen, denn mein Leben lang interessiert mich die Magie nur am Rande. Stattdessen brennt mein Herz für organische Alchemie. Dieser wundersamsten aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet, und der Tisch, neben dem du jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte meiner wunderbaren Arbeit. Wenn du Alchemie ebenso liebst wie ich, naja, wir sind hauptsächlich der die Leute kaputt haut, damit du alchemische Zutaten hast. Aber passt schon. Ist eine Nebentätigkeit des Hexers. Also, wenn du die Alchemie genauso liebst wie ich oder zumindest als Nebentätigkeit ganz gut ausüben willst oder sowas, wird dich meine Entdeckung ebenfalls entzücken. Sollte dir diese wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte diesem Rat. Lass diesen Brief fallen, entferne dich vom Tisch und komm nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch Laien kann zu Verletzungen und gar zum Tod führen. Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist dir Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir in wenigen Worten die Grundlagen der Alchemie, des Alchemietisches, den ich entworfen habe, erklären. Kurz gesagt handelt es sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept, um die notwendigen Werkzeuge, um die Transmutation von Mutagen, die Monster entnommen wurden, in gewöhnliche Mutagene zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass es möglich ist. Die Vorgehensweise bei der Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kannst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich auskennen. Wenn du Laie bist, dann habe ich doch den Brief schon lang fallen gelassen. Aber gut, wenn du Laie bist, dem Gemeinvolk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangt bist, solltest du lieber zurücktreten. Ansonsten wird dir deine Unkenntnis schweren Schaden zufügen. Du wirst dich sicherlich fragen, warum ich meine Entdeckungen vor der Welt versteckt habe, warum ich mein Rezept nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten, und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall das Schicksal bestimmt und nicht der Mensch selbst. Außerdem habe ich keine Nachfahren gezeugt und hege nicht den Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt,
einen Menschen herbeibringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und lebe wohl. Julius Bangive, Alchemist. Ach was. Und wie der Zufall so will, bin ich zufällig ein Hexer und somit so ziemlich der einzige Mensch im Universum, der irgendwas mit Mutagene anfangen kann. Sagenhaft. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meinen Alchemie-Tab hier finde. Aha, Alchemie. Dann kann ich jetzt wahrscheinlich super viele alchemische Substanzen craften. Super viele überraschenderweise nicht, ehrlich gesagt. Obwohl, erstmal 10 davon ist ja eh schon nicht schlecht. Wir machen so viel von diesen Mutagenen. Warum sind Mutagene eigentlich einfach nur Zellen? Es sieht einfach aus wie Zellen. Es sieht aus wie Mitose, Meiose, was wir hier machen. Wir haben jetzt quasi eine Zelle mit zwei Kernen und jetzt spaltet sie sich dann gerade in zwei neue Zellen oder so. So sieht's aus. Und jetzt sieht es so aus, als würde eine Zelle eine Organelle entwickeln oder einen Megakern, ich weiß es nicht. Na, dann machen wir das mit dem Grün auch noch. Holy Potato, kann ich viele Grüne machen. Spinnt ihr? Seid ihr bekloppt? Mein Gott, da drücke ich jetzt den ganzen Tag. 20 Stück. Mensch. Naja, machen wir schnell. Komm. Wisst ihr, was echt cool wäre? Eine Funktion, mit der ich mehrere auf einmal machen kann. Zumindest den Auftrag geben, damit ich nicht immer drücken muss. Ist das nicht komisch, dass das kurz bevor es fertig wird stehen bleibt, als ob früher mal die Überlegung war, dass das scheitern kann, ne? Es sieht so aus wie so ein und schafft das oder nicht? Ja! Bloß, dass es immer schafft. Tja, wer weiß, was da für ein Gedanke dahinter liegt. Oder ruckelt's nur? Es kann auch sein, dass das Spiel nur kurz hängt, wenn das passiert. Man weiß es nicht. Ups. Hä? What happened? Auf einmal geht das Menü zu. Spinnt das Spiel jetzt? Ich finde, wenn die schon mir jetzt die Möglichkeit geben, meine ganzen Mutagene umzuwandeln, hätten die noch eine höhere Stufe von Mutagene einführen sollen, können. So super große grüne Mutagene. Zum Beispiel. So als Vorschlag. Super duper Mutagene. Naja, hätten wir das auch gemacht. Uni, warte mal. Okay, das sind nicht so viele. Dann machen wir das auch noch schnell. So. Große rote Mutagene, 2 Stück. Und. Jetzt haben wir super viele große Mutagene und ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Naja, stimmt nicht ganz, ne? Wenn wir mal genug Fähigkeitspunkte wieder haben, die ich alle für nutzlosen Scheiß hier ausgegeben habe, können wir hier jetzt mit unserer neuen Hochlevel-Funktion coole Sachen lernen. Jetzt haben wir nämlich die notwendigen Mutagene und gar nicht mal zu viel, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt 3 und brauchen 2 für die erste Stufe hier schon. Na gut, von dem Blauen haben wir 9. Da haben wir wahrhaftig genug. Und 12 Grüne. Der grüne Baum wird, glaube ich, ziemlich schnell. Wow, war das laut. Fertig gemacht von uns. Na gut, machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Oh, oh, wir können hier nicht speichern. Jetzt wird's aber hey, hinter wie vorn. Vorn her wie hint. Was? Doch, jetzt kann ich speichern. Gut. Na schön, machen wir Schluss. Wir haben einen Alchemie-Tisch im Keller gefunden. Cool, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.